Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich wollte euch aber doch noch davor ein kleines Intro drehen, weil ich fahre jetzt nach Wien meine Freundinnen besuchen. Also ich fahre zu Antonia, Sophia und Anna und wir werden so ein richtig schönes Wochenende zusammen verbringen. Ich freue mich richtig darauf. Ich habe schon meinen Koffer hier und ziehe mich jetzt warm an, weil es ist mega kalt draußen. Und schau, dass ich alles mit habe. Mein Handy ist hier. Ich werde mir dann noch ein bisschen was kaufen beim Bahnhof. Also ich bin hier bei Sophia und Antonia und sie haben eine richtig, richtig schöne Wohnung. Wir haben heute auch ein bisschen länger geschlafen und jetzt gerade gebruncht. Und jetzt wollten wir so ein bisschen herumschauen, also einfach so ein bisschen in die Stadt gehen. Und es schneit einfach heute in Wien. Das ist richtig crazy. Man sieht es wahrscheinlich nicht, aber ich ziehe mich jetzt um. Und dann schaue ich mal, was wir heute alles unternehmen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und ja, aber wir haben mal so ein bisschen ein chilliges Wochenende geplant, ohne viele Unternehmungen, weil wir irgendwie alle so ein bisschen eine stressige Zeit hatten. So, wir sind jetzt ready gemacht. Ich mache mal ein kurzes Outfit of the Day. Also die Hose ist von Hollister. Dann habe ich drunter so einen Rollkragenpulli an. Der ist, ich weiß gar nicht mehr, das ist einfach so ein weißer. Ich glaube, der ist von Chiquelle. Und der Pulli ist von Pull & Bear, auch schon ein bisschen älter. Yes! Willst du auch noch ein kleines OOTD machen? Hello. Show us. Ein Hemd. Mhm. Von H&M, glaube ich. Mhm. Von H&M. Oh, was ist? Ist es so? Das ist voll Stoffhose. Voll nice. So ein bisschen starkmäßig. Das T-Shirt weiß ich nicht, von Zalando. Very nice. Und wir gehen jetzt in die Stadt. Das ist echt ein Lebenschirm. Reicht's mal? Na bitte nicht anfangen. Okay, ich bin. Wir sind wieder back. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Und es war richtig kalt, also wir sind ein bisschen eingefroren. Und wir machen heute am Abend noch Burger selber. Ich wollte euch noch zeigen, was ich eingekauft habe. Also ich habe nicht viel gekauft, aber ich wollte unbedingt noch in dem Monkey gehen. Weil ich habe da letztes Jahr so ein Oberteil gekauft, was eines meiner Lieblingsoberteile ist, auch zum Tanzen. Und das habe ich mir gekauft. Also das ist so ein gestreiftes und das ist eben so rückenfrei. Das fand ich richtig cute und das war auch im Sale. Es hat nur 8 Euro gekostet. Und das ziehe ich halt jedes Mal an in schwarz und deswegen in gestreift fand ich das total cute. Also falls ihr ein rückenfreies Oberteil sucht, dann kann ich euch das empfehlen. Ja, das steht da voll gut. Das ist das rückenfreie. Ah, das hast du schon? Ja, ja, das habe ich in schwarz Düsseldorf. In Düsseldorf, ach, genau. Und deswegen habe ich gleich gewusst, das nehmen wir mal mit. 8 Euro, das war im Sale. Voll. Das kostet normalerweise 19 Euro. Dann das ist voll cool, was heißt das? Und, wow, okay. Richtig cute. Bitte nicht. Hessico. Und dann habe ich noch so ein schwarzes, normales Polo gekauft mit so einem, weil ich habe irgendwie kein schwarzes Cropped mehr. Wir haben heute alles für Burger eingekauft. Aber wir haben auch solche sauren Sour Patch gekauft. Und ich bin richtig gespannt. Also einmal Fruit Mix. Und einmal, ich weiß nicht genau, was das hier ist. Okay, let's try. Okay, und da ist einmal Orange, Lime, Raspberry, Lemon, Cherry, Apple, Tropical und
Black Currant. Na, dann haben wir ich glaube, irgendwas ist da. Da steht Flavor Sweets. Da steht nichts. Nix. Sollen die voller sauer sein? I don't know. Das riecht ein bisschen wie Knetmasse. Das riecht ein bisschen illegal. Interessant. Ein Weingummi oder so. Ja. Okay. Oh, ich habe ein bisschen. Ich finde, das ist nicht sauer, oder? Mm-mm. Das sind die Hitchis viel sauer. Also Apple habe ich ganz geil gefunden. Aber es ist ja sauer, war es jetzt nicht. Wir machen jetzt vegetarische Burger und mit Pommes. Und ich bereite jetzt mal die Pommes vor. So, ganz schnelles Outfit of the Day. Die Hose ist von Armed Angels. Das Oberteil ist von Armed Angels und das andere Oberteil ist von H&M. Das habe ich gestern gekauft. Und wir gehen jetzt brunchen und sind ein bisschen spät dran. Wir waren gerade brunchen. Es war richtig, richtig nice. Wir waren im Himmelblau. Und es ist heute richtig kalt draußen, deswegen gehen wir auch gar nicht raus. Es ist Sonntag und wir haben heute vor, dass wir so töpfern. Also ich bin schon sehr gespannt. Wir haben so lufttrocknenden Ton und da kann man so Sachen töpfern. Freue ich mich mega drauf. Also heute wird auch noch so ein kleiner chilliger Tag. Und da ja Anfang Februar ist, wenn der Vlog online kommt und da ich auch schon ein Buch fertig habe. Ich habe euch im letzten, also Anfang Januar erzählt, dass ich dieses Jahr so eine kleine Book-Challenge mache, so eine kleine Hörbuch-Book-Challenge. Und immer so ein Hörbuch pro Monat höre, was so mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und ich habe euch Anfang des Monats erzählt, dass ich das Buch Comfort Book gerne hören möchte. Allerdings bin ich da nicht so ganz reingekommen. Also ich habe da schon ein bisschen länger gebraucht, ein bisschen mehr Anläufe. Ich bin da auch dabei, also ich höre das noch. Aber das ist jetzt kein Buch, was ich so krass durchhören kann. Allerdings habe ich ein Buch durchgehört, was sehr ich... Habe euch das schon öfter auch in den Videos so gezeigt und auch so empfohlen. Das Buch ist richtig toll. Also das Buch heißt Was wir glauben, wer wir sind. Vom Mut, sich neu zu denken. Geschichten aus der Psychotherapie. Dabei geht es um Glaubenssatzarbeit. Also das ist eine Psychotherapeutin, die das Buch geschrieben hat und die erzählt so aus Geschichten, die bei ihr in der Behandlungen basiert sind, also von realen Personen, die einfach realisiert haben, was ihre Glaubenssätze sind, wie sie damit umgegangen sind und wie sie daran arbeiten. Und das Buch hilft mir mega. Ich habe euch auch erzählt, dass ich so ein bisschen daran arbeiten möchte, an meinen Glaubenssätzen. Und das Buch gibt einem nochmal voll zu verstehen, was überhaupt Glaubenssätze sind und wie krass das unser Leben beeinflussen kann, wenn man nie daran arbeitet und wenn man nie die überdenkt und immer die als wahr befindet. Deswegen, das Buch hat mir mega gut gefallen. Ich habe das jetzt im Buch, also ich bin jetzt bei 96%. Ich habe es fast fertig gehört. 4% fehlen mir noch, aber es ist gerade am Ende. Also da gibt es jetzt gerade auch keine Geschichten mehr. Ich höre das immer bei BookBeat. Also ich mache quasi diese Challenge bei BookBeat. Mit dem Code DELIVANIA könnt ihr auch 60 Tage kostenlos BookBeat testen. Ihr könnt da jederzeit kündigen. Das heißt, ihr verliert wirklich nichts. Die Info, also in der Infobox steht auch der Link. Ich verlinke euch auch das Buch. Also genau, schaut ihr mega gerne mal vorbei. Okay, und für das neue Monat Februar habe ich auch schon mir ein Buch gespeichert. Und zwar das Think Like a Monk Prinzip. Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben. Das habt ihr mir empfohlen. Also da bin ich super gespannt. Das sieht so aus. Ich habe schon ein bisschen reingehört, aber noch nicht wirklich viel, dass ich was dazu sagen kann. Also das teste ich jetzt aus. Falls ihr mithören wollt, könnt ihr das super gerne machen. Und ja, genau. Wir chillen jetzt noch eine Runde und dann nehme ich euch ein bisschen mit beim Ton machen. Bin schon super gespannt. Ich zeige euch auch mal das Wetter. Es ist echt richtig schön, aber mega kalt. Doesn't matter where we go in destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at?
Heute ist ein neuer Tag und ich wollte euch noch die Ergebnisse zeigen von dem Ton, was wir gestern gemacht haben. Die sind heute getrocknet, sind heute auch beim Coworking, also wir sitzen eigentlich nur die ganze Zeit hier am Laptop und arbeiten jeweils. Und genau, das hier hat Anna gemacht. Das ist so ein Tic-Tac-Toe-Spiel, mega cute, also echt richtig kreativ. Hier sind auch noch die anderen. Ich zeige euch die jetzt alle einzeln, weil dann bereite ich die ein bisschen schöner auf. Dann haben wir hier einmal so ein Schälchen für Schmuck. Das ist noch nicht ganz trocken, also da sind solche Sterne drin und das sieht noch ein bisschen doof aus, aber das wird noch, hoffentlich. Hallo, ich bin jetzt mal alleine zu Hause, weil Sophia arbeitet gerade, die arbeitet bis 5 Uhr und Antonia musste gerade noch weg, also die trifft sich auch mit einer anderen Freundin noch und ich musste gerade noch ein paar Kooperationen drehen bzw. Voice-Over vorbereiten und das war eigentlich eh ganz gut, dass ich ein bisschen Zeit hatte, dann konnte ich das in Ruhe machen. Und ich habe jetzt das eine Schälchen angemalt. So sieht das jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz cute, keine Ahnung. Also für das erste Mal finde ich es ganz okay. Aber ich finde die Idee richtig nice. Also falls ihr nach einer süßen Date-Idee mit euren Freunden Ausschau haltet, dann kann ich euch das voll empfehlen. Das gab es bei Müller, also diesen lufttrocknenden Ton. Ich kann es euch nochmal zeigen. Und das ist echt super easy. Also ihr formt das einfach, lasst es trocknen über Nacht und dann könnt ihr das auch noch anmalen. So sieht das hier aus. Und das finde ich echt super cute. Da gibt es auch auf Pinterest total viele Inspirationen. Und yes, genau. Wir machen uns heute noch einen schönen Abend. Also wir überlegen, ob wir zum Tanzen gehen sollen. Es wäre einmal Contemporary, dann Choreo Class und Commercial. Und eben, da sind wir gerade noch beim Überlegen, ob wir Energie dafür haben oder nicht, weil eben Sophia den ganzen Tag arbeiten muss. Das ist halt auch richtig krass. Und das ist auch erst um 20.30 Uhr und das ist schon ziemlich spät. Aber mal schauen. Morgen fahre ich dann wieder nach Innsbruck. Ich freue mich auf Jakob. Also ich freue mich echt richtig irgendwie. Ist mir das jetzt mega lang vorgekommen, auch wenn ich die Zeit sehr genossen habe. Aber ja, ich vermisse ihn schon.